Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir sind wieder am Dutch Oven unterwegs. Wir machen wieder One Pot Pasta, denn es ist wieder Sonntag. Wir machen heute Cream Goggle Pasta. Das ist mein Sahnehähnchen und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich stelle euch jetzt die Zutaten vor, die wir für unsere Cream Goggle Pasta brauchen. Ja, und zwar fangen wir hier an bei den Nudeln. Hier haben wir Penne-Nudeln, glaube ich, werden die ausgesprochen. Die sind ganz gut dafür. Dann haben wir Hähnchenbrustfilet. Wie viel wir brauchen und was wir alles genau brauchen, steht natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Genauso wie auch zum Beispiel der Dutch-Ofen oder der Gaskocher, den wir benutzen, ist alles unten verlinkt. Dann haben wir Oregano, Schlagsahne, Rosmarinöl, wir haben 1 Liter Wasser, Hühnerbrühe, Sriracha, Chili, etwas Salz, Cocktailtomaten, hier haben wir Petersilie und wir haben Mozzarella. Und dann haben wir hier als Hardware wieder einen Pot nach Wahl. Wir haben hier den Overmont Dutch Oven. Das Ganze werden wir wieder auf dem Gaskocher betreiben. Wir fangen jetzt an, unser Hähnchenbrustfilet und die Tomaten in Stücke zu schneiden. Wir beginnen mit den Tomaten und die werden einfach nur ganz stumpf gefiddelt. Mehr machen wir da gar nicht. Kommt da nicht so genau drauf an. So, dann geht es an den Gockel hier. Den schneiden wir uns einmal ein bisschen erstmal in Streifen. Tja, dann müssen wir mal gucken, so mundgerechte Stücke. Weiß ich gar nicht, wie viel kriegen wir denn rein hier. Müsst ihr schauen, wie dick ihr die selber haben wollt. Also ich mache sie lieber etwas kleiner, als dass ich sie nachher zu dick habe. Wir haben ja dann sowieso eine unterschiedliche Dicke auch nochmal. Die äußeren oder die mittleren werden ja hoppa, etwas dicker sein. Macht ihr so, wie ihr denkt. Macht ihr sowieso. Ja, diese Größe haben wir jetzt. Haben wir auch ein paar kleinere dabei. So. Gut, das war schon alles. Jetzt machen wir den Dutch Oven an, geben Öl rein und beginnen unser Fleisch abzubraten. So, 2 bis 3 Esslöffel von dem Rosmarinöl rein. Wenn ihr kein Rosmarinöl habt, nehmt ihr einfach Olivenöl. Das funktioniert auch. Tja. Ja, wenn ihr im Dutch Oven arbeitet oder so mit Guss, dann nehmt ihr am besten immer irgendwie einen Löffel zum Umrühren, der aus Holz ist. Dieses hier ist so ein Kirschholzlöffel. Mit dem arbeite ich eigentlich ganz gerne. Den habe ich mal vom Valhall Outdoor bekommen. So, da heizt schnell auf, der Dutch. Dann können wir jetzt schon das Hähnchenfleisch reingeben. Und das braten wir gut an. So, da zieht ein ganz guter Duft hoch hier von dem Rosmarinöl. Ich hätte jetzt fast gesagt, das riecht so ein bisschen wie Badewasser. Also Ähnlichkeit hat es auf jeden Fall. Ja. Wenn das Fleisch jetzt so aussieht, ist noch nicht ganz durch, dann geben wir die Tomaten mit dazu. Die können auch schön Temperatur kriegen jetzt. Sehr gut. So, da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, können wir das Ganze schon mal würzen. Und zwar habe ich hier Salz, das ist ganz normales Steinsalz, rosa Steinsalz. Dann habe ich getrockneten Oregano. Und ich habe hier diesen Sriracha Chili, den nehme ich immer ganz gern. Wenn irgendwas mit Chili ist, gibt es verschiedene von. Auf jeden Fall sind alle richtig scharf. Meistens ein bisschen Salz mit drin. Hier ist jetzt noch ein bisschen klein bisschen Knoblauch mit dabei. Das sind ganz tolle Geschichten. Zu viel darf es nicht haben. So, schütteln hier. Ich sag mal insgesamt 1 Teelöffel von diesem Chili. Ja, das blubbert jetzt richtig schön. Und dann geht's weiter. Wir geben dazu den Liter Wasser.
Dann kommt die Sahne dazu, der Cream für den Gockel quasi. Milliliter und wir rühren die Brühe ein und lassen das Ganze dann einmal aufkochen. So, es blubbert jetzt. Wir haben schon ein klein bisschen geschlafen, muss ich gestehen hier. Hatten den Deckel drauf, damit es schneller geht. Ja, jetzt kommt die Pasta dazu. Das ist die, haben diese Penne genommen. Ihr könnt auch andere Sachen nehmen. Ich würde nicht so fizzelige Sachen nehmen. Also hier Fusilli oder sowas. Schon ein bisschen was Stabiles. Ne? Und da bietet sich das eigentlich ganz gut an. So, das drehen wir jetzt ein klein bisschen runter. Das muss jetzt nicht mehr zwingend sprudelnd kochen. Ja, und das Ganze braucht jetzt circa 15 Minuten. Lassen wir das jetzt vor sich hin köcheln, damit unsere Nudeln garen können. Ja. Aber jetzt wird geschnibbelt. So, wir fangen an mit dem Mozzarella. Den schneiden wir klein, der kommt später dazu. Und da er dann sich sowieso mehr oder weniger etwas auflöst, kommt es jetzt nicht so drauf an, dass wir alles gleichmäßig machen. Nur kleine Würfel aus beiden Sachen. Wenn ihr das ein klein bisschen kalorienärmer haben wollt, nehmt da halt nur einen Mozzarella, das geht auch. Wir möchten gerne zwei. Jetzt geht es an die Petersilie. Da haben wir ein schön schiefes Ding hier andrehen lassen vom Kaufmann. Zupfen wir vorne ein bisschen ab hier, die ganze Geschichte. Na, oh, sind die Hände schon kalt geworden hier. Das kommt davon, wenn du im Winter vordrehst für den Sommer. Da brauchen wir gleich ein bisschen was für das Gericht selber und wir lassen uns etwas über zum Garnieren nachher. Brauchen wir, dann nehmen wir den ganzen hier, na, nehmen wir einen halben von dem Gewächs. So, mit der Petersilie geht es immer am besten, wenn man sich die hier so ein bisschen zusammendrückt. So soll mir das genügen. Prima. Minuten sind jetzt um. Wir haben es gerade noch mal abgeschmeckt, noch etwas nachgesalzen. Hat eine gesunde Schärfe. Das heißt, wenn ihr so mit Kindern esst, achtet drauf, macht vielleicht ein bisschen weniger rein. Oder wenn ihr es allgemein nicht so scharf haben wollt. Wir mögen es gerne scharf, also das ist für uns gerade richtig gut. Ja, dann haben wir jetzt hier die Petersilie. Die kommt einmal mit rein. Ein bisschen, hatte ich ja gesagt, lassen wir noch zum Garnieren. Und wir haben den Mozzarella, den heben wir jetzt mit unter. Ja, und das köchelt jetzt noch mal ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns am Teller wieder zum Anrichten. So, wir haben ihn fertig, unseren Creme-Gockel-Topf oder aber auch das Sahnehähnchen mit Nudeln, je nachdem, wie ihr wollt. Füllen mal unseren Pastateller. Ich habe es jetzt eben doch noch mal einiges länger drin gelassen. Es hat noch mal 5 Minuten geblubbert. Die Konsistenz hatte mir noch nicht so ganz gefallen. Jetzt sieht es richtig, richtig lecker aus. Na, Schlag noch, komm her. Wir haben Hunger heute. Ist noch ein ordentlicher Schlag drauf. Wunderbar. Als Topping kommt die Petersilie mit, die ich noch übergelassen hatte, oben drauf. Verteilen wir schön. Ja, und ich denke mal, das könnt ihr euren Gästen anbieten. Oder aber einfach auch mal auf dem Campingplatz machen. Dafür sind diese Gerichte nämlich auch super. Einfach mal einen Topf, alles rein. Kinder sind zufrieden. Ihr habt wenig Arbeit, wenig Abwasch und schmecken tut's auch noch. Ja, wir hoffen, unsere kleine Folge hat euch mal wieder gefallen von diesen One-Pot-Pasta-Geschichten. Das ist tatsächlich eine richtig, richtig leckere Geschichte mit dem Hühnchenfleisch drin, mit der Pasta. Ja, macht das gerne mal nach. Wir würden uns freuen. Ja, vielleicht freut ihr euch auch, wenn ihr das nachgemacht habt. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Nächsten Sonntag gibt es wieder eine Folge One-Pot-Pasta. Ja, könnt ihr gespannt sein. Und ja, ansonsten bleibt sportlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.